Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich. Und ich freue mich natürlich, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen Omsi-Folge hier auf diesem Kanal. Wir sind allerdings heute mal nicht mit dem Bus unterwegs, sondern wir sind heute auf der Linie U4 von Nollendorfplatz Richtung Innsbrucker Platz unterwegs. Das Ganze mit dem A3L hier. Und von daher würde ich sagen, lassen wir mal die Fahrgäste hier hoffentlich einsteigen, wenn das hoffentlich jetzt so passt hier. Und schauen mal, dass sie jetzt hier mitfahren wollen. Ich freue mich natürlich, dass ihr dabei seid. Es handelt sich hierbei um ein kleines Projekt, ein kleines Berlin-Projekt. Insgesamt ist ja die U4 die kleinste U-Bahn-Linie Berlins. So rum sollte das eigentlich ganz so kommen. Und von daher hat man sich hier so gedacht, man baut das Ganze mal jetzt hier mal so ein bisschen in Omsi nach. Straßenbahn ist natürlich möglich, ja. Und natürlich aber auch U-Bahn. Also es wäre, man hätte ja sonst irgendwas jetzt mitmachen können. Allerdings, hier ist natürlich wieder, es handelt sich hierbei um Schienenfahrzeuge und Schienenfahrzeuge mag ja nun Omsi ja so gut wie überhaupt nicht. Und von daher muss man sagen, ist dieses ganze Aufgleisen schon wieder ja, eine absolute Tortur, ja, weswegen man hier so ein bisschen rummachen und rumtun muss. Auch die Installation war nicht ganz so einfach gewesen, wie man sich das hätte vorstellen können. Dabei handelt es sich ja hier nochmal um eine relativ kleine Karte, die sich jeder natürlich runterladen kann. Alles absolutes Freeware-Content, ja. Also, wenn ihr selbst mal ein bisschen U-Bahn fahren wollt, könnt ihr euch das dementsprechend hier runterladen. Und sollte bei euch ein Fehler kommen auf der Karte, dann müsst ihr die Wandsblinds hochnummerieren. Also, es gibt einmal eine Wandsblind SLI und es wird aber insgesamt werden 7 SLIs erwartet, ja. Aber in dem Donut-Ordner befindet sich nur eine. Das heißt, ihr macht davon 6 Kopien. Nummeriert diese hoch, schmeißt sie wieder so in den Ordner rein und schon könnt ihr die Karte spielen. Zusätzlich braucht ihr natürlich noch die U-Bahn. Die A3L findet ihr auf, im Omsi-Forum und die Gisela, tja, die ist leider gut versteckt. Aber wir haben sie noch gefunden und von daher wollen wir uns das in der nächsten Folge hier auch mal anschauen. Aber ich möchte gerade nicht so viel Zeit verlieren, denn ich glaube, das wird eine sehr interessante Fahrt hier. Wir steigen ein und fahren mal los, würde ich sagen. Gut, also, wir können hier noch bitte. Die Tasten drücken. Zurückbleiben, bitte. Und zu. Ach, die Töne sind großartig. Und Abfahrt. Witzig, dass wir das Ganze hier mit dem Lenkrad spielen hier. Das ist schon ein bisschen interessant tatsächlich. So, 40. So. Uiuiui. Da sind wir ein bisschen großzügig reingefahren hier. Wir haben, glaube ich, einen Kurzzug, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Einsteigen, bitte. So. Viktoria-Luise, genau. Viktoria-Luise-Platz. Ja, das ist schon cool, oder? Ich finde das großartig. Viktoria-Luise-Platz. Also wie gesagt, alles funktioniert hier scheinbar. Ich muss ja dazu sagen, ich sitze jetzt hier seit gefühlt einer halben Stunde dran, um das Ganze natürlich lauffähig zu bekommen hier. Das ist schon Grundstück. Schauen wir uns mal hier den Innenraum an. Auch hier ist, ich finde die Detailarbeit, die ist sehr, sehr hübsch. Heutzutage sehen die natürlich schon bei weitem nicht mehr so aus, denn die U-Bahn ist tatsächlich heute noch im Einsatz hier in Berlin. Mittlerweile alles vollgeknallt mit irgendwelchen Monitoren und total umgebaut, umgerüstet, modernisiert nennt man das heutzutage. Und ja, also diese ist wie gesagt heute noch im Einsatz. Welche man relativ selten sieht, das ist tatsächlich die Gisela. Ja, das ist ja auch Kleinprofil. Die sieht man tatsächlich wirklich, wirklich nur noch sehr, sehr selten.
ist natürlich wahrscheinlich ein Notfallfahrzeug. Falls mal irgendwelche Fahrzeuge nicht mehr funktionieren oder sowas, setzt man sie halt immer noch ein. Da setzt sich halt Qualitätsarbeit einfach mal durch. Und so an sich muss ich sagen, finde ich das hier echt hübsch gebaut. Also ich bin ja nun früher viel U-Bahn gefahren halt auch, ne? Und tatsächlich sehen die halt wirklich so aus. Also ich finde das wirklich toll gemacht eigentlich. Also holy shit, ich finde das sehr, sehr gut. Ihr müsst euch das, wie gesagt, unbedingt selbst mal anschauen. Wir versuchen ja natürlich so viel Berliner Content zu zeigen, wie es ja nur geht. Ja? Und dass das Ganze jetzt hier in der Umsicht halt möglich ist, ist großartig. Finde ich großartig. So. Zurückbleiben, bitte. Übergang zur U7, geplante Strecke, die ja irgendwann mal vielleicht den Weg in Lotus findet. Aber von TMS Studios gibt es bereits ein U-Bahn-Add-on, also eine U-Bahn-Strecke mit der U7 World of Subways Volume 2 müsste das sein, meiner Meinung nach. Wo auf die Signale, die funktionieren ja eh nicht, oder? Normalerweise hätte ich jetzt hier stehen bleiben müssen. Einsteigen bitte. Einsteigen bitte. Ja, also ihr seht, ne, es funktioniert. Es ist auch wirklich halt schlicht und einfach gebaut, ne? Diese Tunnelobjekte, die kann man sich auch, wie gesagt, runterladen. Es gibt wohl welche von Kartoffelphantomen, die man sich runterladen kann. Also habt ihr mal Bock, eigene U-Bahn-Strecken zu bauen, könnt ihr das natürlich denn tun damit. Und sonst, wie gesagt, habt ihr diese K&N-Objekte, die ihr natürlich hier für die Karte benötigt. Diese könnt ihr natürlich dann auch frei bebauen. Also es ist natürlich schon schön, was alles so existiert für OMSI. Und daher muss ich auch wirklich einfach sagen, wie umfangreich, wie komplex eigentlich OMSI eigentlich sein kann, wenn das alles dann nachher funktioniert, ist eigentlich schon extrem großartig. Zurückbleiben bitte. Einsteigen, bitte.
Ja, hier ist natürlich erste Stelle an der U4, wo man mal ein bisschen Tageslicht sieht. Rathaus Schöneberg. Wie oft ich da bin immer im Rathaus Schöneberg. Musst ja schon alleine hin, wenn du dein Kind anmelden musst und alles sowas, ja. Ja, das war der letzte Besuch gewesen im Rathaus Schöneberg. Aber halt nicht mit der U-Bahn. Aber es ist schon, ich finde das irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Meine Straßenbahn hat ja natürlich schon was, ja. Also Straßenbahn ist wirklich großartig, aber verstehe ich nicht. Warum hat denn keiner mehr irgendwie eine S-Bahn gebaut oder sowas, weißt du, damit du den S-Bahn fahren kannst? Ah, das ist großartig. Also, es öffnet einfach unglaublich viele Türen. Ich hoffe ja, dass das einfach denn, in Lotus dann alles noch perfekter alles umgesetzt wird. Zurückbleiben, bitte. So, Innsbrucker Platz, Endhaltestelle. Alles aussteigen. Von oben die Ansage. Ja, und damit sind wir angekommen hier. Also ich muss sagen, ich finde das mega, mega klasse. Nochmal so als kleiner Tipp irgendwie, vielleicht für den einen oder anderen, vielleicht ganz interessant. Das Problem ist, es gibt ja hier keine Wendeschleifen. Ihr habt ja keine Wendeschleifen, das heißt, ihr könnt jetzt nicht im Gleis fahren und dann wieder zurückfahren. Ihr müsst jetzt aber auch notfalls die Karte neu starten oder ja, euch wieder stundenlang mit dem Neuaufgleisen halt wieder mit beschäftigen. Das geht eigentlich relativ simpel, indem ihr die Taste F4 drückt, dann seid ihr ja in diesem freien Ansichtmodus, wo ihr euch ja frei auf der Karte bewegen könnt halt, ne? Geht jetzt einfach ans andere Ende der U-Bahn. Okay, und drückt hier hinten auf das Endteil. Ihr bekommt die Frage, ob ihr das Fahrzeug wechseln möchtet, bestätigt das Ganze mit A und schon sind wir jetzt hier in einer anderen Richtung wieder. Natürlich müsst ihr jetzt dementsprechend halt wieder zurückfahren. Ne? Also das heißt, wenn ihr jetzt hier jetzt weiterfahren wollt, das ist halt so diese Sackgassen-Haltestellen, müsst ihr natürlich jetzt hier versuchen, das Gleis zu wechseln. Ne? Also das bedeutet, ihr geht jetzt hier hin und versucht jetzt hier das Gleis zu finden, was ihr benötigt. Jetzt in dem Fall dieses hier und drückt hier mit der Maustaste rauf. Ja, ihr seht, die Weiche verschiebt sich und dementsprechend können wir jetzt hier die Türen zumachen. Sagen jetzt hier, weil wir hier immer noch im Endteil sind, wird jetzt auch gleich die Scheinwerfer müssten eigentlich umschlagen, genau, und wir fahren wieder in die andere Richtung. Aber es kann sein, dass er mir jetzt abstürzt. Das könnte tatsächlich passiert sein. Ich wage jetzt hier gar nicht groß rumzudrücken. Weil es passiert einfach nichts. Ja, eigentlich sollte das funktionieren. Das ist jetzt wieder der sogenannte Vorführeffekt, ihr Lieben. Und bevor jetzt hier gleich die ganze Aufnahme crasht oder sowas, ja, belassen wir es, bevor sie es halber erstmal bis hier. Normalerweise funktioniert das, ich habe das jetzt ja gerade schon ein paar Mal getestet gehabt, dass ihr dann einfach dann euch aufs andere Gleis wieder raufsetzen könnt und dann praktisch wieder rüberfahren könnt und dann könnt ihr eigentlich die ganze Tour praktisch wieder zurückfahren. So ist es halt auch im realen Leben halt, ne? Also so funktioniert das Ganze da unten.
Und ja, also ich fand das auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr geile Erfahrung, das Ganze mal in Omsi zu testen. Ich habe das ja immer weit, weit vor mich hingeschoben. Aber ich dachte mir so, komm, jetzt nimmst du das mal auf, jetzt willst du das mal sehen, willst du dir das mal selber anschauen. Und ich finde das eigentlich, es ist eine ziemlich gelungene Sache auf jeden Fall. Ja, bedanke ich mich natürlich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, der Däumchen nach oben würde mich sehr freuen. Sonst schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns dann zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge Omsi auf diesem Kanal. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten. Tschüss!